So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen an den Soundeinstellungen rumgedreht und ich hoffe, dass das jetzt so gut ist. Ich hatte ja in der letzten Folge auch noch ein bisschen gegen Ende noch einmal dran rumgedreht. Da war das dann mit dem Mikrofon, das war dann auch nicht so der Hit. Also ich war dann zu verstehen. Jetzt habe ich das Mikrofon ein bisschen, den Pegel ein bisschen runtergedreht und auch vom Spiel selbst nochmal den Sound. Ja, hammer geil. Ich darf mit dem ganzen nehmen wir mal in Orange. Ja, ich hoffe, dass das jetzt, dass ich jetzt gut zu verstehen bin. Nasse Strecke, Sonnenschein. Und ein Duell ist das Ganze, okay. Joa, passt. So, dann wollen wir mal schauen. Duell ist das erste, glaube ich. Gucken wir uns mal das Intro dazu an. Titelkampf. Alles klar, hammer spannend. Ob das gut oder schlecht ist, kann ich auch mit jemandem vergleichen. Solange ich Gold kriege, bin ich zufrieden. Eine neue Belohnung bekommen, neuen Wagen erhalten. Und zwar ein Audi TT RS. Ja, nett.
Audi finde ich auch coole Marke, die haben geile Wagen. Also auch gerade R8 oder so, oder auch der TT ist auch richtig geil. So, machen wir noch mal hier Hot Pursuit. Passt, kann ich noch ein paar Raser ausschalten. Welchen nehmen wir denn da am besten? Der Impreza ist besser als der R8, alles klar. So, wir haben drei Nagelbänder und drei Straßensperren können wir errichten. Ich glaube, von Straßensperren fehlt auch das Tutorial-Video. Werden halt Straßensperren aufgestellt, Überraschung. Nicht. So. Das Intro können wir, denke ich, überspringen. Ist jetzt nichts Besonderes irgendwie. Wäre das irgendwie in so einer höheren Serie, wäre das vielleicht ein Feld so zum Anschauen für ein paar edle Wagen oder so. Komm, der kann mir meine Eier lecken. Ah, verdammt. Boah, nur wegen diesem einen Unfall und wegen diesem einen Fehler. Ja, und jetzt kann ich... Oh, das ist doch zum Kotzen, ey. Wieso kann man da nicht gleich neu statt drücken, Mann? Ja. Ey,
Das geht mir gerade auf die Eier ein bisschen. Egal. Starte ich gleich nochmal neu. Das war scheiße, ey. Das ist, wenn man so im Mittelfeld ist, dann fahren die vorne nämlich irgendwie mal schnell. Da kann man dann und die hinten fangen dann an aufzuholen. Man muss das echt von hinten nach vorne aufräumen. Deswegen finde ich Nagelbänder nicht so geil, weil die halten die immer auf, aber dann sind sie erstmal hinter einem und dann kriegt man die vor einem nicht mehr. Ja. So. Können wir wieder überspringen? Ja. Arsch der Wagen. Ja, 1,27 geht doch. Und überraschenderweise bleibe ich auf Platz 1 der Speedball. Das werde ich wahrscheinlich auch immer zeigen. Ist egal, was ich mache. So, eine neue Belohnung. Neues Fahrzeug mal wieder. Shelby GT 500. Nice. Joa. Gut, dann würde ich mal sagen, beende ich hier die Folge mal wieder. Ich weiß jetzt echt nicht, wie lang die war oder so. Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich das hier einfach mal gucken. Interceptor Highway Streife ist das schon. Oder? Alter. So. Ja, Highway Streife ist schon das zweite. Da war ich mir gerade nicht ganz sicher. Das ist Sportserie. Sportserie ist die erste Klasse, alles klar. Dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.